Also wenn man sich Karten anguckt, wie viele Atomkraftwerke gebaut werden sollten, dann ist ganz Deutschland voll damit. Also dann sind da irgendwie 80 Atomkraftwerke drauf oder so. Und wir haben nicht 80, wir haben unter 20. Das heißt, es gibt ganz viele unsichtbare Erfolge. Die muss man sich immer wieder klar machen, weil an keiner grünen Wiese ein Schild steht, hier wurde ein Atomkraftwerk verhindert, aber die sind ja trotzdem da. Ich habe neben Autobahnbaustellen gewohnt und ich habe neben Atomkraftwerken gewohnt und meine Eltern sind immer auf die Demos gegangen und dann war für mich irgendwie klar, ich gehöre da auch zu. Ich verbringe meine Zeit damit, Aktionen zu planen, Kampagnen zu planen, Flugblätter verteilen, Transparente irgendwo aufhängen, Stelzen laufen, also ganz viel so bunter, kreativer Straßenprotest. Quasi Vollzeitaktivistin, würde ich mal sagen. Ich brauche halt nicht viel Geld. Ich finde Geld auch gar keine so coole Erfindung und deswegen klappt das mit relativ wenig. Wer einmal im Wendland war, hat, glaube ich, eine ganz andere Sicht auf das, was da passiert, hat plötzlich ein ganz anderes Verhältnis zu diesem Staat, hat einen wahnsinnigen Polizeiapparat gesehen, hat gesehen, wie Polizei mit AnwohnerInnen umgeht, hat gesehen, wie Polizei irgendwie mit Demos umgeht, mit Grundrechten umgeht und sieht die Welt danach so ein bisschen mit anderen Augen. Ich finde, Gewalt gegen Dinge ist keine Gewalt. Jedenfalls in meinem Gewaltbegriff ist zum Beispiel ein kaputter Tieflader oder ein kaputter Verladekran irgendwie eigentlich erfreulich und hat mit Gewalt nichts zu tun. Auch historisch betrachtet, Beate Glasfeld und Kiesinger, war das Gewalt? Es war eine Ohrfeige, klar ist es Gewalt, aber sie war im politischen Kontext sehr spannend und sehr interessant und hat viel bewirkt. Also ich glaube, dass eine sehr starke Dynamik gerade in der Anti-Atom-Bewegung ist und dass viel passiert. Es gibt volle Sonderzüge zur Großdemo und das ist eine Situation, die es tatsächlich seit Jahren so nicht gab. Also wenn Leute plötzlich es wieder selbstverständlich finden, mit dem Trecker vom Wendland bis nach Berlin zu fahren und sagen, natürlich fahre ich damit, dann sagen auch andere Leute viel leichter, ja, ich komme auch mit. Ich glaube auch, dass sich der Umgang mit Widerstand geändert hat. Also das Protest natürlich, wenn er irgendwie ein Stück weit ernst genommen wird, auch leichter ins System integriert werden kann, dass man leichter die radikalen Stimmen entkräften kann und so den bürgerlichen Stimmen ein bisschen Raum für ein bisschen Veränderung einräumt und dadurch revolutionäres Potenzial oder jedenfalls systemkritisches Potenzial im weitesten Sinne eher abschwächt. Aber das ist das, was auch gerade passiert, wenn sich halt Gabriel hinstellt und sagt, ich will das Gleiche wie die Anti-Atom-Bewegung, weil ich will nicht das Gleiche wie Gabriel. Die SPD macht Wahlwerbung, damit sie sei gegen Atomkraft. Das finde ich schon sehr skurril. Was ich schade finde, sind Entwicklungen, dass sich Umweltverbände gegenseitig blockieren. Man verliert sich dann in internen Diskussionen darum, wer wofür zuständig ist, wer was darf, wer wann was absegnen muss und absegnen kann und wer genau wie viel Geld gibt, wer genau welchen Status in so einem Bündnis hat und wie groß welches Logo auf welchem Flugblatt drauf ist. Gerade ist mein Weg irgendwie der, dass ich eher so einzelaktivistisch unterwegs bin. Ich finde Macht gar nicht so cool. Ich will selber gar nicht an der Macht sein, weil ich mir eine Gesellschaft wünsche, in der Menschen gleichberechtigt sind und in der Menschen nicht übereinander herrschen. Aber meine Forderung ist auf jeden Fall ein Sofortausstieg aus der Atomenergie. Das ist auch das, was wir jetzt gerade sehen, dass der Ausbau der Erneuerbaren blockiert ist durch zentrale Großtechnologien wie eben große Kohlekraftwerke und Atomkraftwerke. So Revolution und Umdenken fängt immer im Alltag an. Also viele kleine Schritte können irgendwie so in den Köpfen was anstoßen, was sich verändert. Dadurch verändert sich Gesellschaft, wenn Menschen irgendwie ihre Meinung in ihren Alltag integrieren und nicht nur ab und an mal sagen, ja, der Meinung bin ich eigentlich auch, sondern dazu halt wirklich offen stehen. Irgendwann baut sich so ein Gesamtbild in meinem Kopf auf, dass ich denke, ich will die Gesellschaft verändern. Das geht alles so nicht.